Der Botschafter der Ukraine in Deutschland, Dr. Andriy Melnyk, besuchte am Mittwoch zusammen mit Bundestagsmitglied Alois Kahl Unternehmen und Sehenswürdigkeiten in dessen Wahlkreis. Unter anderem stand eine Firmenbesichtigung in Deining auf dem Programm. Auf dem Gelände der Pröpster Blitzschutz GmbH informierte sich die politische Abordnung über Blitz- und Überspannungsschutzsysteme, welche das Unternehmen international vertreibt. Die Ukraine orientiere sich momentan in der Demokratie und könne sich zu einem wichtigen Vertriebsstandort für deutsche Firmen entwickeln, so die Einschätzung vom Geschäftsführer Johann Pröpster. Bereits jetzt ist Deutschland der zweitgrößte Exporteur in dem osteuropäischen Staat, welcher nach dem Fall des Eisernen Vorhangs entstand. Mit Mitarbeitern der Deutschen Bahn informierte ein Präventionsteam der Bundespolizei am Donnerstagvormittag Kinder und Jugendliche am Neumarkter Bahnhof über die Gefahren an Gleisanlagen. Erst im Februar hatten spielende Kinder am Bahnhofsbereich von Postbauer Heng einen Zug zu einer Notbremsung gezwungen. Dabei wurde ein Passagier leicht verletzt. Mit der Aktion wollen die Beamten zu Beginn der Sommerferien auf die Risiken hinweisen. Gefährliche und zudem illegale Eingriffe in den Bahnverkehr häufen sich nach Polizeiangaben in den letzten Monaten. Immer öfter wollten zum Beispiel Jugendliche Selfies direkt an Bahnschienen schießen.